Er beschwingt den Geist und berauscht die Sinne. Götter wurden für ihn geschaffen. Nun füllen Roboter ihn ab. Und manchmal kann er selbst einen Fürsten an den Bettelstab bringen. Nicht schlecht für etwas, das wir schütteln, stampfen und im Keller verstecken. Jetzt im moderne Wunder Wein. In Amerika sagt man einfach nur Crush, wenn von der alljährlichen Weinernte im Herbst die Rede ist. Normalerweise beginnen wir mit der Lese im September. Das ist die Zeit, in der wir die Früchte der harten Arbeit eines ganzen Jahres ernten. Für uns ist es so etwas wie der Super Bowl. Jedes Jahr werden in Weinanbaugebieten rund um die Welt Millionen Tonnen Trauben gepflückt. Entweder mit den Händen oder mit Hilfe großer Erntemaschinen, die die Rebstöcke kräftig schütteln. Allein in Kalifornien werden jedes Jahr 3 Millionen Tonnen Trauben geerntet. Ob nun viele Hände oder eine große Maschine eingesetzt werden, ist nur eine von vielen Entscheidungen, die ein Winzer zu treffen hat. In Buena Vista Carneros zum Beispiel wird ausschließlich mit den Händen geerntet, und zwar in der Nacht, damit die Trauben frisch bleiben. Je wärmer die Früchte in die Kellerei kommen, desto weniger fruchtig wird der Wein letzten Endes sein. Deshalb gehen wir raus, wenn es kühl ist. Wir lesen die Trauben und behandeln sie von Anfang an mit großer Sorgfalt. In der Kellerei werden die ganzen Traubenbüschel schnell sortiert. Anschließend fallen sie in eine Abbeermaschine. Dort werden die Trauben von einer Reihe Schlägel sanft vom Stängel gelöst. Sind die Trauben verlesen und gesäubert, kann aus ihnen Wein gemacht werden. Weinstöcke gehören zu den Überlebenskünstlern der Natur. Sie gedeihen häufig dort, wo kaum etwas anderes wachsen würde. Ursprünglich hat man nur zwischen Rot und Weiß unterschieden. In Wirklichkeit aber gibt es tausende Traubensorten. Aber nur 6 Sorten, Riesling, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, Merlot und Cabernet Sauvignon, machen 80% aller Weinverkäufe in den USA aus. Jede Traube verleiht dem Wein ein anderes Aroma, abhängig davon, wie fruchtig die Traube und wie dick die Haut ist. Manche Trauben sind sehr aromatisch, andere nicht. Manche haben eine schönere Farbe, manche mehr Tannine, die den zusammenziehenden Geschmack, der für Wein typisch ist, ausmachen. Doch unabhängig von ihrer Farbe oder Sorte haben Weintrauben eine gemeinsame Bestimmung. Die Gärung, einer der bemerkenswertesten Prozesse der Natur. Während die Trauben an den Stöcken wachsen, bildet sich in ihnen Zucker, ein Nebenprodukt der Photosynthese. Nur die elastische Haut der Trauben schützt diesen Zucker vor einem Hefepilz, der auf Trauben natürlicherweise vorkommt. Wenn die Haut der Trauben reißt oder verletzt wird, greifen diese Pilze den Zucker an, bauen ihn ab und bilden so Alkohol. Wenn Sie diese Trauben nehmen, in einen Eimer tun und in den Kofferraum legen und vorher zerdrücken Sie sie ein bisschen, dann gibt es eine Woche später in Ihrer Garage etwas Wein. Das ist schon erstaunlich. Heutzutage werden Pressen aller Art und Größen eingesetzt, um die Trauben zu keltern und den Gärprozess einzuleiten. In welchem Maße im gewonnenen Most Schalen und Kerne bleiben, ist für den Charakter eines jeden Weins wesentlich. Bei weißen Trauben trennen wir den Saft sofort von der Haut. Bei roten Trauben gären wir den Saft zusammen mit der Haut, denn es ist die Schale, die einen Rotwein ausmacht. Der Saft selbst ist klar und farblos. Er hat nicht den vollen Geschmack der Rebsorte. Der Charakter steckt in der Haut. Der französische Chemiker Louis Pasteur war der Erste, der den biologischen Prozess der Gärung nachweisen konnte. Auch wenn es Generationen gedauert hat, das Rätsel der alkoholischen Gärung zu lösen, ihre berauschende Wirkung ist seit Menschengedenken bekannt. Im heutigen Iran hat man Weingefäße ausgegraben, die auf 4.000 bis 5.000 vor Christus datiert werden.
Für so gut wie jede Zivilisation spielt der Wein seit jeher in Religionen und kulturellem Leben eine zentrale Rolle. Die Griechen und die Ägypter haben die Kunst der Weinherstellung im gesamten Mittelmeerraum bekannt gemacht. Die Römer waren die ersten großen Weinhändler. Doch über alle Zeitalter hinweg, es gibt kein Land, dessen Kultur enger mit Wein verbunden ist als Frankreich. Es waren französische Mönche, die im 11. Jahrhundert unserer Zeitrechnung erstmals die Zusammenhänge zwischen dem Wein, dem Boden und den klimatischen Bedingungen studierten. Im Laufe der Zeit legten die Mönche von Mauern eingefasste Rebfelder an, die Weine von besonderer Subtilität hervorbrachten. In diesen Weingärten gedeihen bis heute die Reben für die teuersten Weine der Welt. Interessanterweise lagen viele dieser Weinberge auf mineralarmen Böden, an Abhängen, wo die Bedingungen für das Wachstum härter waren. Das ergibt einen Stressfaktor, auf den die Winzer wieder zurückgreifen, weil Trauben unter schwierigen Bedingungen Wein von größerer Intensität produzieren, mit mehr Farbe und Substanz. Der Stress, der durch den steinigen Boden, durch das fehlende Wasser, den Wind auf einem Abhang entsteht, erhöht die Intensität des Weines. Buena Vista Carneros ist das älteste und bedeutendste Weingut Kaliforniens. Im Jahr 1990 wurde die Region von Napa und Sonoma Valley von einer Reblausplage heimgesucht und Buena Vista musste 30% seiner Weinberge neu bepflanzen. Die Reblaus war Anfang der 90er Jahre in Kalifornien ein echtes Problem. Und letzten Endes mussten viele Weinberge gleichzeitig neu bepflanzt werden, was sehr kostspielig war. Aber es eröffnete auch die Möglichkeit, sich die Fortschritte im Weinbau zunutze zu machen, die man in den letzten 20 Jahren des 20. Jahrhunderts gemacht hatte. Hightech-Errungenschaften wie die digitale Luftbildfotografie machen Details der Weingüter sichtbar, die mit bloßem Auge nicht wahrnehmbar sind. Wir haben uns zuvor mit der Fernerkundung anderer Planeten, dem Studium von Mond und Mars, NASA-Technologie und so weiter beschäftigt. Und wir wollten diese Technologie auch auf der Erde anwenden. Mit Bildern, die aus 3000 Meter Höhe mit einer digitalen Vierbandkamera aufgenommen werden, stellen Firmen wie VineView Imaging Karten her, die auf thermischen Aufnahmen und Aufnahmen im Infrarot- und im übrigen Farbenbereich basieren. Aufgrund der intensiven Sonneneinstrahlung zum Beispiel müssen Weinreben abkühlen, da sonst die grundlegenden chemischen Prozesse leiden. Gesunde Weinreben verdampfen durch ihre Blätter und Wurzeln Wasser und erscheinen in dieser Stresskarte in hellgrün und gelb. Weinreben, die mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, liegen in den roten und braunen Bereichen. Weinreben in dunkelgrünen Bereichen haben wenig Stress. Ein ausgewogeneres Bild könnte zum Beispiel bereits mit einer Veränderung der Bewässerung erreicht werden. Bleiben die Muster unverändert, kann dies ein Zeichen sein, dass ein Feld mit einem anderen Traubentyp oder einer ganz anderen Rebsorte bepflanzt werden sollte. Auf dieser gut 320 Hektar großen Fläche haben wir 167 verschiedene Einzellagen. Wir betrachten das hier also nicht als einen großen Weinberg, es sind wirklich 167 kleine Weinberge. Man muss so herangehen, weil die Bedürfnisse des einzelnen Feldes ganz anders sind. Die Wasserspeicherkapazität zum Beispiel ist ganz unterschiedlich und so haben wir hier das Richtige gemacht. Einen neuen Weinberg anzulegen erfordert viel Hightech, damit er präzise geplant und abgesteckt werden kann. Ich komme, wenn ein neuer Weinberg angelegt wird. Dann, oder auch bei bereits bestehenden, arbeite ich mit GPS. Die Daten werden an Satelliten gesendet. So kann man das Gebiet kartografieren. GPS hilft zudem, den Abstand und die Lage der Rebreihen zu bestimmen, festzulegen, wo Bewässerungsrohre verlegt werden, Schächte und andere praktische Elemente gebaut werden. Ist all das erledigt, werden nur noch die Rebstöcke selbst gebraucht. Dies ist ein typischer Pfröpfling, den ein Weingut hier pflanzen würde. Er ist aus zwei verschiedenen Pflanzen gezüchtet. Hier ist der Wurzelstock, der untere Teil hier, und dann das, was man einen Steckling oder das Pfropfreis nennt, hier oben. Wenn diese beiden einzelnen jungen Pflanzen gekreuzt werden, so nennt man diesen Prozess Pfropfen.
Zum Schutz wird der neue Pfröpfling mit Wachs verschlossen, dann ein Jahr lang in einer Gärtnerei hochgezogen und schließlich wieder auf dem Weingut eingepflanzt. An dieser Stelle hier war in Mr. Herricks Gärtnerei der Schnitt gemacht worden. Alles, was unter diesem Punkt liegt, ist der Wurzelstock und darauf wurde der Schößling oder das Pfropfreis gesetzt. In diesem Fall war es Pinot Noir. Bei Herricks wachsen 16 verschiedene Wurzelstöcke. Jeder bietet dem Winzer Möglichkeiten, den verschiedenen Bodenbedingungen seines Weinberges gerecht zu werden. Das Pfropfreis oder der Schößling wird sowohl nach der vom Winzer gewünschten Weinsorte als auch nach den klimatischen Bedingungen der Region ausgewählt. Hier in Carneros befinden wir uns in einer sehr kühlen Region. Man sieht, es ist ein grauer Morgen, es liegt viel Nebel. Verglichen mit anderen Anbaugebieten ist es hier sehr, sehr kühl. Deshalb haben wir Rebsorten gewählt, die uns für kühleres Klima geeignet scheinen. Chardonnay und Pinot Noir gelten auf der ganzen Welt als klassische Sorten für eine kühle Umgebung. Aber auch noch unter den verschiedenen Rebsorten wie Pinot Noir oder Chardonnay existieren verschiedene Varianten, die man Klone nennt. Auf den Weinbergen von Buena Vista wachsen derzeit 25 verschiedene Pinot Noir-Klone. Jeder dieser Klone hat eine andere Charakteristik, einen anderen Geschmack, möglicherweise einen anderen Reifungsprozess. Und unser Ziel ist es, genau den richtigen Klon am richtigen Ort zu pflanzen. Es dauert 4 Jahre, bis ein Rebstock genießbare Trauben trägt. Die ersten Knospen zeigen sich im März. Die kommenden 7 Monate haben die Weinbauer ein wachsames Auge auf jeden Quadratzentimeter des Weinbergs. In 15 cm Tiefe haben wir nur 18% Feuchtigkeit. Im Herbst haben die Trauben jeder Weinlage ihre einzigartigen Charakteristika aus Aromen, Säuren, Tanninen und Farbe entwickelt. Die einzelnen Lagen werden dann getrennt geerntet und vergoren, als Grundlagen für den zukünftigen Wein. Indem wir aus jeder Lage des Weinbergs separat Wein machen, können wir am Ende die verschiedenen Sorten mischen. Es kann sein, dass eine Lage Kirsch- oder Beerengeschmack hervorbringt und eine andere sehr gute, volle Erdaromen hat. Wir können diese Weine nehmen, sie mit all ihren Brüdern und Schwestern mischen und dabei einen Wein bekommen, der noch komplexer und interessanter ist und letzten Endes besser schmeckt. Ergebnisse, die französische Mönche Jahrhunderte intensiver Beobachtung gekostet haben, können nun durch gezielte Maßnahmen innerhalb weniger Jahre erreicht werden. Keine 10 Jahre nach der Reblausplage produziert Buena Vista Carneros nun wieder preisgekrönte Weine. Aber der technische Fortschritt hat nicht nur auf den Weinbergen Einzug gehalten, sondern auch in den Kellereien. Er ist einer der ganz Großen der Branche. Doch außerhalb der Weinindustrie hat noch kaum jemand von diesem Hersteller gehört. Das ist eine 8700 Quadratmeter große Anlage. 2 Bänder befüllen 240 Flaschen pro Minute. Das dritte schafft 200. Rechnet man diese Kapazitäten zusammen, so haben wir einen Ausstoß von 55.000 Kisten Wein pro Tag. Im Jahre 1974 gegründet, produziert die Kellerei Bronco heute mehr als 20 Millionen Liter Wein pro Jahr. Sie ist Marktführer im sogenannten unteren Preissegment. Guter Wein sollte etwas sein, das man zu gutem Essen genießt. Und man sollte sich das jeden Tag leisten können. Von Broncos mehr als 40 Weinen kosten nur wenige mehr als $10 pro Flasche. Ihre bekannteste Marke ist der Charles Shaw, auch Two Buck Chuck genannt. Richtig, eine Flasche für $2. Und den Kunden schmeckt der Tropfen so gut, dass sie davon jedes Jahr mehr als 5,5 Millionen Flaschen leeren. Er hat die Öffentlichkeit, ihren Gaumen und ihre Portemonnaies überzeugt. Die Kunden kaufen ihn kistenweise und trinken ihn regelmäßig. Keine Stunde Fahrzeit von Broncos Hochleistungsapfelanlage entfernt liegt eines der ältesten Weingüter von Napa Valley. Chateau Montelena. Es ist berühmt für seine traditionell hergestellten Weine.
Die Weinindustrie ist wie eine Pyramide. Es gibt die Massenproduzenten, die Flasche um Flasche produzieren. Das hat einen Vorteil. Menschen bekommen den Wein zu einem guten Preis auf den Tisch. Aber was wir machen, sind Herkunftsweine. Man bezahlt bei uns die Liebe und die Arbeit der Leute mit, die sich bemühen, jede einzelne Flasche Wein zu etwas Besonderem zu machen. Die vom Preis diktierte Produktion bei Bronco und die handverlesene Produktion bei Montelena setzen gleichzeitig die beiden wichtigsten Trends in der Weinherstellung. Nicht nur in Kalifornien, sondern weltweit. Als der kalifornische Senator Alfred Tubbs Chateau Montelena im Jahre 1882 gründete, hatte er ein Weingut in der Tradition großer französischer Winzer vor Augen. Im Jahr 1896 war Montelena der viertgrößte Weinproduzent im Napa Valley. Doch die Prohibition machte Tubbs Vermächtnis einen Strich durch die Rechnung. Für Weingüter in ganz Kalifornien bedeutete die Abstinenzbewegung das Aus. Vor der Prohibition gab es mehr als 700 unabhängige Weinproduzenten. Keine 50 oder 60 davon überlebten die Prohibition. Während die Prohibition ein Ende der ersten großen Ära des Weinanbaus in Kalifornien bedeutete, brach nach ihrer Aufhebung eine neue Ära an. Wissenschaft und Technik gewannen in der Weinerzeugung an neuer Bedeutung. Während die Erzeuger versuchten, die Konsumenten zurückzugewinnen, wurden Weinberge in großem Maßstab angelegt und wissenschaftliche Erkenntnisse setzten neue Standards. Ständiger Fortschritt gehört bei Großproduzenten wie Bronco mit seinen mehr als 14.000 Hektar in 9 kalifornischen Counties zum Prinzip. Mit moderner Technologie und der Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse wollen wir auf möglichst ökonomische Weise bessere Produkte herstellen und die Einfuhr möglichst niedrig halten. Hier werden die Trauben mit 43 Erntemaschinen von den Rebstöcken geschüttelt. Bei einem Ertrag von durchschnittlich 10 Tonnen pro Stunde wären 80 Männer notwendig, um an einem durchschnittlichen Erntetag nur eine Maschine zu ersetzen. Während der Lese werden in der Bronco-Kellerei täglich 300 Lastwagenladungen Trauben angeliefert. Während der Erntezeit alle 3 Minuten eine. Eine Reihe von 30 bis 50 Tonnen schweren Pressen holt den Saft aus den Trauben. Eine typische Presse ist ein großer zylinderförmiger Behälter, dessen Innenwände mit einer Gummimembran verkleidet sind. Diese Membran wird konstant mit Druckluft versorgt, um den Saft aus den Trauben zu pressen. Dieser fließt in kreisförmige perforierte Rohre. Der volle Druck wird nur wenige Minuten aufrechterhalten, dann wird die Luft aus der Membran abgelassen und die Rückstände werden aus der Presse entfernt. Hochleistungszentrifugen eliminieren dann fast alle festen Rückstände aus dem Saft. So wird die Qualität des Mostes verbessert und der Gärprozess beschleunigt. Die Gärung geschieht über einen Zeitraum von 12 Tagen in diesen etwa 10 Meter hohen Lagertanks, die zusammen mehr als 300 Millionen Liter Wein fassen. Ist der Wein fertig, wird er zu einer anderen Bronco-Anlage gebracht, wo er auf Qualität geprüft, abgefüllt und verkorkt wird. Wir nennen sie Klemmen. Sie pressen den Korken zusammen. Sie machen ihn kleiner, als die Flaschenöffnung ist. Und dann kommt ein Presskolben, ein Metallstift herunter und drückt den Korken in die Flasche. Als der Großvater des Bronco-Besitzers Fred Franzia mit der Weinherstellung im San Joaquin Valley begann, tat er das in der Hoffnung, die eine oder andere gute Flasche Wein zu einem vernünftigen Preis verkaufen zu können. Heutzutage erfüllt sich dieser Traum mit 240 Flaschen Wein pro Minute. Ich bin der festen Überzeugung, dass niemand klüger ist als der Konsument. Er weiß, was er will. Und wir als Versorger der Konsumenten müssen herausfinden, welche Produkte sie möchten und was sie dafür ausgeben wollen. Wenn man gute Qualität zu einem guten Preis bietet, merken sie das. Im Jahre 1972 kaufte der Anwalt John Barrett das Weingut Chateau Montelena und begann es neu zu bewirtschaften. Nach nur wenigen Jahren schrieb er Weingeschichte.
1976 organisierte ein britischer Weinhändler in Paris eine Blindverkostung, in der sich klassische französische Weine und amerikanische Neulinge gegenüberstanden, darunter ein 1973er Montelena Chardonnay. Obwohl in der Jury ausschließlich Franzosen saßen, gewannen die Amerikaner in jeder Kategorie. Sie schlugen die französischen Weine und das war wirklich eine Überraschung. Als Urteil von Paris in die Weingeschichte eingegangen, veränderte dieser eine Moment praktisch über Nacht weltweit die Meinung über kalifornische Weine. Durch dieses eine Ereignis, die Verkostung im Sommer 1976, fielen auf einen Schlag alle Barrieren für die Vermarktung von kalifornischen Weinen. Heutzutage reicht die Verpflichtung zu Qualität und Handarbeit bei Montelena von den Weinbergen bis in den Weinkeller. Kein noch so kleines Detail wird übersehen. Ist der Gärprozess abgeschlossen, werden alle Weine in Eichenfässern gelagert. Weiße 8 bis 9 Monate, rote bis zu 2 Jahre. Viele dieser Fässer werden bei Segar Moreau mit der Hand hergestellt, einer der wenigen nach historischem Vorbild arbeitenden Böttchereien in der Welt. Für die Fässer werden weder Klebstoffe noch Nägel verwendet. Durch das Fass bekommt der Wein eine bestimmte aromatische Note. Französische Eiche enthält ein paar Tannine, die sie an den Wein abgibt. Sie bringt Süße, Komplexität und Struktur. Das ist für schwere rote Weine und weiße Weine von Vorteil. Sie bekommen dadurch mehr Länge und sind in der Flasche langlebiger. Amerikanische Eiche ist für ihre aromatischen Eigenschaften bekannt. Viel Vanille und Gewürz. Und in gewisser Weise ist sie auch dafür bekannt, die Mitte des Weines sehr schön zu füllen. Während der Wein in den Fässern reift, wird er von Barrett und seinen Mitarbeitern beständig verkostet. Haben die Weine die gewünschte Fülle, beginnt der Verschnitt. Eine Prozedur, die Wochen in Anspruch nimmt. Selbst wenn man den ersten mag und sagt, er ist fantastisch, müssen wir trotzdem noch mal überlegen, ob wir es nicht noch besser machen können. Alles in allem dauert die Erzeugung eines Weißweines in Montelena mindestens ein Jahr, wie von Rotwein 2. Diese Verpflichtung zu höchster Qualität ist das Markenzeichen vieler Weine und natürlich auch des Königs unter ihnen, Champagner. Champagner, der König des Weines. Hervorgegangen aus stillen, feuchten Kellern, ist dieser spritzige Geselle mit seinen berauschenden Perlen die Verkörperung von Festlichkeit. Die Kohlensäure, die während des Gärungsprozesses entsteht, verdunstet. Sie darf entweichen, aber beim Sekt behält man sie bei. Sie wird erst beim Öffnen der Flasche freigesetzt. Um Champagner besser zu verstehen, muss man in ihm gleichermaßen das Getränk wie die Landschaft sehen, aus der er stammt. Eine Region in Frankreich mit einer einzigartigen Geografie und Geschichte. Über Jahrhunderte unterhielten Frankreichs Könige hier Weingüter und die Weine der Champagne spielten eine Rolle bei den Krönungszeremonien. Aber auf der Erdkugel liegt die Champagne nördlicher als das kanadische Quebec. Damit zählt sie zu den kühlsten Weinregionen der Welt. Und aufgrund dieser Lage gab es im Winter eine natürliche Pause, wenn die Kälte den Gärprozess stoppte, bis im Frühjahr das Tauwetter einsetzte. Mit Beginn des Frühjahrs steigen die Außentemperaturen, dann geht der Gärungsprozess weiter. Und die Folgen davon sind einerseits die Blasenbildung und andererseits der Druck durch die Kohlensäure. Wurde das Fass erst einmal geöffnet, ließ der Druck darin den Wein schäumen. Ein Phänomen, das französische Winzer, so auch der berühmte Mönch Dom Pérignon, jahrzehntelang zu unterbinden versuchten. Dom Pérignon versuchte, die Perlen aus dem Champagner zu entfernen. Den Engländern aber gefielen sie. Sie waren immer die wichtigsten Kunden von Champagner und Schaumwein. Und ohne die Engländer würde es vermutlich keinen Sekt geben, so wie wir ihn kennen. Es wäre einfach stiller Wein, ohne Perlen. Im Jahr 1811 wurde das Champagnerhaus Perrier-Jouët gegründet.
zweckmäßig hervorgegangen aus einer Hochzeit zwischen der Tochter eines Winzers und einem Korkenhersteller. Sie begannen umgehend, ihren Champagner nach England zu exportieren. Zu der Zeit wurde der Champagner direkt in Flaschen abgefüllt und gärte dort, statt in Fässern. So blieb die Kohlensäure im Wein. Keine Generation später genoss Königin Victoria höchst selbst Pierre Jouet Champagner und seither erfreut er sich in Großbritannien ungebrochener Beliebtheit. Für mich ist die größte Anerkennung der Brief, den wir von Oscar Wilde bekommen haben, im Jahr 1888, als er ins Gefängnis geworfen wurde. Er schreibt, das Gefängnis sei nicht schlimm, aber was es so schwierig mache, es zu überleben, sei der fehlende Pierre Jouet. Champagner wird aus drei verschiedenen Trauben hergestellt: Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier. Wir haben 65 Hektar. 99,2% haben davon die Qualitätsstufe für Champagner. Damit sind wir eines der besten Güter der Champagne. Während der beiden Pressungen, bei der Gärung und im Verschnitt, werden diese besonderen Trauben nicht anders behandelt als stiller Wein. Der Saft aus der ersten Pressung, die sogenannte Cuvée, gilt als der beste. Beim Champagner wird die Cuvée höher als alles andere bewertet. Sie wird mit Weinen aus früheren Jahrgängen gemischt, damit jede Flasche Pierre Jouet ihren unverwechselbaren Stil bewahrt. Die Champagnerperlen entstehen erst nach dem Verschnitt. Durch Zugabe von neuer Hefe und 24 Gramm Zucker pro Flasche wird eine zweite Gärung in Gang gesetzt. Die Hefe baut den Zucker ab. Aber anders als bei der Schaumbildung in den Eichenfässern bleibt die entstehende Kohlensäure in der Flasche. 3 Jahre lang gibt die absterbende Hefe noch ihr Aroma an den Champagner ab. Im letzten Jahr werden die Flaschen 8-mal am Tag gewendet und gedreht. Sie werden gerüttelt. Durch das Rütteln beginnt sich die nicht mehr benötigte tote Hefe am Flaschenhals abzusetzen. Sie ist zwar völlig harmlos, aber nicht schön anzusehen und wird deshalb in einem Degorgieren genannten Verfahren beseitigt. Im traditionellen Verfahren wird der Kronenkorken mit dem Winzermesser entfernt. Der Hefepfropfen schießt durch den Überdruck regelrecht heraus. Um die hohe Qualität zu gewährleisten, regeln strenge Gesetze, dass nur Schaumwein, der in der Champagne angebaut und hergestellt ist, die Bezeichnung Champagner auf dem Etikett führen darf. Auch die jährliche Produktionsmenge ist limitiert. So ist neben der Qualität auch die Nachfrage nach Marken wie Pierre Jouet garantiert. Französische Winzer hat es allerdings nicht davon abgehalten, auch in andere Teile der Welt zu expandieren. Wo neue Technologien alten Methoden zu weiterem Ansehen verhelfen. Bei Mumm Napa, einer der beliebtesten Sektsorten in den USA, werden 120 Sektflaschen pro Minute abgefüllt. Ausgefeilte Computerprogramme überwachen hochmoderne Rüttelanlagen, die riesige Container voller Sektflaschen millimeterweise weiterdrehen. Nur 6 bis 8 Tage später wird der Flaschenhals gefroren und hält die Hefe an der richtigen Stelle. Wird die Flasche geöffnet, ploppt die Hefe als Eispropfen heraus. Eine von vielen innovativen Lösungen für ein altes Problem. Wenn es um Wein geht, nutzen wir natürlich den neuesten Stand der Technik. Aber sie ist nur eine Ergänzung der Tradition. Aber nicht nur Frankreich ist der Tradition verhaftet. Man nennt sie Himmelstreppen. Jahrhundertealte Weinterrassen, die sich in die steilen Hänge und rauen Felsschluchten im portugiesischen Douro-Tal schmiegen. Bis 1000 Meter Höhe erheben sie sich über den darunterliegenden Fluss. Diese aus Fels- und Schiefergestein gebauten Terrassen machen die Douro-Region zu einer einzigartigen Landschaft.
Hier in dieser einst abgelegenen wilden Umgebung hat das Zusammenspiel von Natur und Geschichte einen ganz besonderen Wein hervorgebracht. Portwein. Portwein ist ein, wie wir sagen, verstärkter Rotwein aus der Region im portugiesischen Douro-Tal. Die Trauben werden nicht anders als bei normalem Tafelwein verarbeitet. Aber der Gärprozess wird auf halbem Weg gestoppt durch die Zugabe von Branntwein. Er entspricht etwa 77%igem Grappa. Und durch diesen Alkohol wird die Hefe abgetötet und der Wein behält die Hälfte seines natürlichen Zuckergehaltes. Deshalb ist der Wein halb süß und hat einen etwas höheren Alkoholgehalt als normaler Rotwein. Niemand weiß, wer es war, der erstmals Branntwein in den Most gegeben hat. Ein Vorgang, den man heute Aufspritten nennt. Als gesichert gilt jedoch, dass die Idee nicht in einem antiken Weinkeller geboren wurde. Portwein wurde zu gleichen Anteilen von den Briten und den Portugiesen erfunden. Im 17. Jahrhundert begannen sich britische Kaufleute angesichts des ständigen Konfliktes mit Frankreich nach anderen Weinlieferanten umzuschauen, insbesondere in Portugal. Einige der ersten Portweine stammten ursprünglich von der portugiesischen Küste. Als der Markt immer größer wurde, wurden die Menschen immer anspruchsvoller in ihrem Geschmack. Und die Händler begannen, den Fluss hinaufzufahren, um noch bessere Weine zu finden. Und die Weine aus dem Douro-Tal, das etwa 120 Kilometer von der Küste entfernt liegt, fand man fantastisch. Das Problem war die ganze Reise den Fluss hinunter und dann dauerte es noch etliche Tage bis nach England. Ein Wein, der so weit herumkam, würde verderben. Deshalb begann man, Branntwein hinzuzufügen. Das macht ihn haltbarer und es macht ihn berühmt. Der zusätzliche Alkohol gewährleistete, dass der Wein die Schiffsreise vom Douro bis nach England überstand. Der ständige Zwist zwischen England und Frankreich steigerte die Nachfrage nach Portwein und sorgte bis ins 19. Jahrhundert hinein im Douro-Tal für einen schnellen Wandel in der Weinerzeugung. Die Winzer begannen zum Beispiel, den Anteil des Branntweins auf den Wein abzustimmen. Das machte ihn nicht nur haltbarer, sondern gab ihm auch mehr Aroma und Körper. Weine wurden nicht mehr länger in geharzten Ziegenschläuchen transportiert, sondern in großen Fässern, den Pipas. Bis heute sind sie für Portwein die gültige Maßeinheit. Im Frühjahr wurden die Pipas an Bord kleiner Schiffe gebracht, der Rabelos, und den Douro hinunter nach Porto verschifft. Von dort ging es dann nach England und Übersee. Heute befindet sich wieder alles im Umbruch. Ausgelöst von Produzenten wie der Symington-Gruppe, dem Weltmarktführer bei Portwein. Die Familie Symington kann ihre Wurzeln über 13 Generationen bis zum Beginn des Portweinhandels im 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Zu dem Unternehmen gehören heute 24 Quintas, von denen so berühmte Portweine wie Dow, Waugh oder Graham stammen. Wir verwalten und besitzen nun etwa 3 Millionen Reben. Und während man sich einerseits auf sein kulturelles Erbe besinnt, hat man andererseits die Zukunft im Blick. Dies ist die Quinta dos Malvedos. Malvedos wird seit 1890 mit dem Graham-Portwein in Verbindung gebracht. Und in diesen Gebäuden wurde der Original-Portwein des Weingutes hergestellt. Traditionell wurden die Trauben für den Portwein mit den Füßen gestampft. Ungefähr 20 Leute kletterten in eine Wanne und stampften sie mit den Füßen. Das Austreten mit den Füßen praktizierten schon die Römer. Sie entdeckten, dass kleine Trauben mit dicker Schale, wie sie auch im Douro-Tal wachsen, kräftig gepresst werden und rasch gären mussten, um ein Optimum an Geschmack und Farbe zu erreichen. Traditionelle Pressen konnten einfach nicht einen so direkten Druck ausüben wie die Füße der Menschen, die die Trauben in großen Wannen aus Stein stampften. 1960 bauten die Symingtons ein automatisches Presssystem, das während des Gärprozesses Druck aufbaute und eine maximale Entsaftung erreichen sollte. Doch wenn es um die besten Portweine ging, konnte sich das System nicht mit der Stampftechnik messen. Und so beschloss die Familie, langfristig zu denken und baute eine automatische Presse. Hier sind 4 Platten, die hydraulisch übereinander gleiten.
Am Ende der Platten sind Silikonzehen, die die Haut der Trauben gegen den Boden des Behälters reiben. Diese Füße sind temperaturkontrolliert. Sie haben konstant 37 Grad Celsius, so wie ein menschlicher Fuß. So haben sie also einen wärmenden Effekt. Sie können die ganze Nacht arbeiten, während ein Mensch das höchstens 2-3 Stunden am Abend machen würde. Hat der Wein im Gärprozess den gewünschten Zuckergehalt erreicht, wird er in ein Fass gefüllt, wo ihm geschmacksneutraler Alkohol zugesetzt wird. Wir geben einen Teil 77%igen Branntwein auf 4 Teile Most, der einen Alkoholgehalt von etwa 7% hat. Man kann es also ausrechnen, dass unser Wein in der fertigen Mischung etwa 19,5-20% Alkoholgehalt hat. Ist der Wein soweit, wird er den Fluss hinunter in die Stadt gebracht, wo er nach Geschmack, Klarheit und anderen Eigenschaften beurteilt wird. Wir nehmen Stichproben und gehen damit ins Labor. Wir beginnen mit den Proben, mischen sie zusammen. Manchmal hat man vielleicht sofort eine großartige Mischung, aber wir glauben, dass in unserem Geschäft 2 plus 2 5 ergeben kann. Und man kann wirklich zwei Sachen zusammenfügen und erhält mehr als die Summe daraus. Grundsätzlich kann man Portwein in zwei verschiedene Typen unterteilen. Ruby Port reift in Eichenfässern und wird nach 3 Jahren abgefüllt. Er hat eine tiefe rote Farbe und einen fruchtigen Geschmack. Dagegen reifen Tawny Ports mindestens 6 Jahre in Eichenfässern und verändern sich in dieser Zeit sowohl farblich als auch geschmacklich. Je länger sie im Fass bleiben, desto heller werden die Weine, von purpurrot zu einem herrlich nussartigen Bernsteinbraun. Gelegentlich, wenn alle Bedingungen optimal sind, rufen die Portweinhäuser ein Vintage-Jahr aus. Diese Vintage-Weine lagern vor der Abfüllung nur 2 Jahre in Eichenfässern und reifen dann in Flaschen weiter, über Jahrzehnte. Vintage-Ports wie die 1970er und 1955er Grahams gehören zu den begehrtesten Ports der Welt. Nicht nur aufgrund ihres Geschmacks, sie beschwören auch eine Erinnerung an eine andere Zeit herauf. Und für manche sind diese Eigenschaften wichtiger als alles andere, ganz besonders in einem der größten Weinkeller der Welt. Es ist vielleicht das berühmteste Restaurant der Welt, das La Tour d'Argent in Paris, am rechten Seineufer gelegen, im Schatten von Notre Dame. Im Jahr 1582 gegründet, war das La Tour ein bevorzugter Gasthof von Heinrich III., der hier nach der Jagd häufig eine Pause einlegte. Seither wurde im d'Argent über Jahrhunderte hinweg den Reichen und Mächtigen aufgetischt. 10 Meter unterhalb des Restaurants befindet sich der vielleicht beste Weinkeller der Welt. Er wurde im Jahre 1820 angelegt, als das Restaurant, das in der Französischen Revolution niedergebrannt worden war, wieder aufgebaut wurde. Die älteste Weinflasche stammt aus dem Jahr 1845. Leider wurde ein 1811er, das Spitzenjahr von Lafitte, von einem meiner Kellermeister zerbrochen. Wir mussten ihn entlassen. Zurzeit lagern hier mehr als 450.000 Flaschen, darunter alle mit den höchsten Auszeichnungen geehrten französischen Weine der Geschichte. Ein 1868er Cours-Laurence Saint-Emilion, ein Wein auf Cabernet-Basis. Das ist schon erstaunlich, dass er immer noch hier bei uns ist. Die Temperatur liegt dank der natürlichen Beschaffenheit des Kellers immer zwischen 11 und 15 Grad. Und die Luftfeuchtigkeit liegt konstant bei 75%. Er gilt als der technisch beste Weinkeller von ganz Paris. Das Altern und das Reifen sind wichtige Vorgänge. Auch wenn bis heute niemand weiß, welche Veränderungen genau mit dem Wein im Laufe der Zeit vor sich gehen. Manche verfolgen die Theorie, wonach chemische Elemente, allen voran die Tannine, Verbindungen mit anderen Stoffen eingehen. Andere meinen, solche Verbindungen lösten sich auf. Sicher ist, dass die Aromen und der Geschmack gehaltvoller, tiefer und raffinierter werden. Vor 2 Tagen öffneten wir eine Flasche Wein von 1885 und die Nase war unglaublich intensiv. Das ist eine Komplexität von 50, 60 verschiedenen Aromen und alle strömen langsam auf dich ein. Das ist einfach magisch. Tatsächlich werden solch komplexe Weine so geschätzt, dass Menschen schon bereit waren, ihr Leben für sie zu riskieren.
So auch der frühere Besitzer des La Tour d'Argent, der Vater des derzeitigen Inhabers. 1940 war Claude Terray, ein junger französischer Soldat, südlich von Paris stationiert, als die Nazis auf Paris zumarschierten. Kurz vor Ankunft der Deutschen flog er nach Paris und gemeinsam mit einem Kellermeister mauerte er drei Viertel des Kellers ein. Dann bedeckten sie alles mit Staub, damit es so aussah, als hätte es dort seit Jahrhunderten so ausgesehen. Heute kann man nur noch ein paar Mörtelreste von der falschen Mauer entdecken, die die Deutschen fünf Jahre lang an der Nase herumführte. Aber das ganze Ausmaß des Mutes, den Monsieur Terray an den Tag gelegt hat, offenbart sich heute, wenn man die seltenen Weine der Sammlung sieht und kostet. Noch immer verströmen sie ein Stück lebendiger Geschichte. Die Zeit und die Mühen, die es brauchte, sie so lange zu bewahren, die Kriege, der Unfriede, die Hungersnöte, die drumherum passiert sind, sind noch da. Sie sind hier drin enthalten. Das ist sehr bewegend. Nur wenige Weinkeller können sich rühmen, 1845er Jahrgänge zu beherbergen. Inzwischen beginnen private Sammler, ihre eigenen Keller anzulegen. Ich habe im Weinspectator in einem Artikel über Paul Wyatt einige seiner Weinkeller gesehen. Das ist vielleicht 15 Jahre her. Ich habe das nie aus dem Kopf bekommen. Ich sagte mir, eines Tages werde ich selbst einen Keller von ihm haben. Mehr als 30 Jahre lang hat Paul Wyatt bereits private Weinkeller entworfen und gebaut. Es gibt zwei Arten von Kellern. Es gibt Keller, in denen einfach nur Wein gelagert wird. Es gibt viele Leute, die haben sie in billigen Regalen. Das kann man machen. Aber hier geht es um mehr. Es sagt nicht nur etwas über die Person aus, die den Wein sammelt, sondern auch etwas über die Sammlung selbst. Dieser Keller soll der 4500 Flaschen umfassenden Sammlung ihres Eigentümers ein geeignetes Ambiente bieten, darunter seinem seltenen Château d'Yquem. Wir haben bei den Entwürfen für den Keller zusammengearbeitet. Ich wollte einen Ort, an dem sichtbar wird, wie mein Château d'Yquem mit seiner Reife die Farbe ändert. Wir haben also diese Lichtkonsole entworfen, in der eine niedrige Temperatur herrscht, die dem Wein bekommt. Und gleichzeitig kann man die wunderbaren Farben sehen, wie sie sich verändern. Temperatur, Beleuchtung und Sicherheit, alles wird per Computer kontrolliert. Und kein Detail wurde übersehen. Das gesamte Regalsystem ist aus Redwood-Holz gefertigt. Es ist 3 Meter hoch und gut 1 Meter tief. Es ist selbsttragend und steht völlig frei. Nichts ist an den Wänden verschraubt. Wir liegen in einem Erdbebengebiet. Das System ist nicht an den Wänden fixiert. Es steht auf dem Boden und ist ziemlich flexibel. Bei einem Erdbeben wird es sich stark mitbewegen. Es ist ein sehr lebendiges System. Aber inmitten all der Technologie, der Hauptdarsteller ist noch immer der Wein. Viele Leute haben noch niemals die Namen von den Weinen gehört, die ich habe. Und das macht wirklich Freude, wenn es zur Verkostung kommt, dass man etwas hat, das andere noch nie gekostet haben. Es ist eine Besessenheit, eine Leidenschaft. Ich hätte niemals geglaubt, dass mich eine einzelne kleine Sache wie eine verrückte Flasche Wein jemals so in Beschlag nehmen könnte. Einer jüngst veröffentlichten Studie zufolge werden 90% aller Weine innerhalb von 24 Stunden nach dem Kauf konsumiert. In Wahrheit sind keine 5% aller Weine geeignet, länger als 5 Jahre zu lagern. Der Rest sollte vorher genossen werden. Na also dann, zum Wohl!